Der Rauchtrick funktioniert noch. Ich habe ihn 2019 getestet und zwar noch vor dem Käfer-Event. Damit geht's weiter mit ein wenig Pokémon Go im Hintergrund natürlich. Ein Rauch und ich will noch nicht alle Pokémon verraten oder werde ich das schon tun? Auf jeden Fall, ich mache es gar nicht spannend. Ich habe ein Lavita angelockt mit dem Rauch. Sagt mir, wann euer letztes wildes Lavita war oder das letzte Lavita aus dem Rauch. Der Rauchtrick funktioniert noch und das sage ich jetzt einfach so. Erkläre ihn gleich und auch noch im Käfer-Event, wie man da den Rauch vielleicht nutzen kann. Also, heute, ich glaube, das lade ich noch heute hoch, am 2. April wird um 22 Uhr unserer Zeit das Event starten. Mehr Käfer-Pokémon, solche Geschichten, besondere Feldforschungen mit Käfern, aber der Fokus in diesem Video liegt auf dem Rauch. Übrigens, kleine Sache dazu, Lauchsuppe ohne L ist auch Suppe, aber Rauch ohne R ist auch. Okay, auf jeden Fall. Normalerweise 30 Minuten, jetzt hält der Rauch dann 60 Minuten, ab 22 Uhr eben. Normalerweise alle 200 Meter, wenn man sich bewegt, ein Pokémon, eines pro Minute maximal, wenn man eben diese Distanz erreicht. Und ansonsten alle 5 Minuten ein Pokémon, das heißt so in etwa 6 Pokémon pro Rauch, wenn man nur an Ort und Stelle bleibt. Und im Event soll auch hier die Anzahl an Pokémon erhöht werden. Keine Ahnung wie, also dass zum Beispiel anstelle von allen 5 Minuten kommt dann alle 3 Minuten ein Pokémon oder alle 2,5 oder zum Beispiel alle 100 Meter, maximal 1 pro Minute. Ich bin gespannt, je nachdem wie gut der Rauch ist, werde ich dann auch vielleicht, ja, ein paar Dinge machen. Aber, ich weiß, tut mir leid, das habe ich erst kürzlich in dem Video erwähnt, aber hier nochmal zusammengefasst, der Rauch lockt immer Pokémon an, die in der Nähe so auftauchen können. Sprich im Stadtpark Wasser-Pokémon, weil das ist ein Wasserbiom. Dort gibt es Gewässer und solche Geschichten. Und der Trick, ich war wieder genau an der Stelle. Das ist frisch, vor ein paar Tagen war ich dort. Ich wollte es noch vor dem Event unbedingt machen. Der Trick besagt, dass man, wenn nichts in der Nähe ist und dann auch kein Biom und vielleicht nichts auf OpenStreetMap eingetragen, dass dann irgendwelche Pokémon aus dem Pool der verfügbaren Pokémon kommen können. Nicht gleich enttäuscht sein, weil mal ein Hornlio oder so dabei ist, das war bei mir auch so. Natürlich kann das sein und da kommen nicht 30 Lavita in einem Rauch, das ist schon klar. Aber, genau, ich dachte früher, vor 3 Jahren, so es dürfen nicht mal Wege eingezeichnet sein. Mittlerweile kann ich sagen, das war eben genau die Stelle, wo ich immer weiß, hier funktioniert es. Da hat sich was getan, in dem Dorf gibt es jetzt sogar Arenen und Pokestops. Also man sieht ab und zu an manchen Stellen im Gameplay auch rechts unten bei in der Nähe 3 Pokémon aufgelistet. Aber das ist offenbar kein Beinbruch. Also so ultra perfekt muss die Stelle gar nicht sein. Ich habe nämlich früher gesagt, so als Daumenregel, man muss die Kamera drehen. Und wenn man wirklich nichts sehen kann, also keinen Pokestop in der Nähe und so, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Jedoch kann es auch Stellen geben, wo einige hunderte Meter weit weg ein Pokestop ist. Folglich ist ein bisschen was bei der in der Nähe Liste und es kann sogar der Feldweg eingezeichnet sein, aber es dürfen dort, wo man dann rumläuft, keine Pokémon auf natürliche Art und Weise auftauchen können. Kein Nest, kein Biom, nichts eingezeichnet und solche Geschichten. Und das ist auch nichts, was Niantic jetzt irgendwie fixen könnte oder beheben, weil eben jedes Jahr wieder die Sache, die Frage aufkommt, funktioniert das noch? Ich meine, es ist ein Trick, es ist kein Bug, den man beheben muss. Es ist einfach so, wie die Spawn-Mechaniken momentan funktionieren. Und da auch eine kleine Sache, momentan, April-Scherz, Pikachu, Fotobomb und solche Geschichten, läuft noch immer am 2. April. Und eventuell ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass sich die Nester verändert haben. Warum? Das war eine außerplanmäßige Neständerung. Jedoch wurde Pikachu aus dem Pool der Nester rausgenommen. Und dadurch haben sich irgendwie alle Nester um eine Position verändert oder wie auch immer. Genau, Pikachu nicht mehr als Nest. Warum? Weil alle Pikachu, die momentan auftauchen, sage ich jetzt mal, jemand hat sogar in seinem Queststapel ein altes Pikachu gefangen, das hatte die Ash-Mütze. Und das ist vielleicht so die Art und Weise, wie Niantic die Spawns generiert. Wenn so ein besonderes Event-Pikachu kommt, sind die überall und deshalb entfernen sie Pikachu aus Nestern, weil ansonsten, ja, würde das seinen Reiz verlieren, dieses Pikachu, wenn man das auch zigfach in einem Nest abfarmen könnte. Ja, und ansonsten, bei
zufälligen Pokémon nimmt Niantic Daten her wie das Biom, welches Nest ist da in der Nähe, solche Geschichten. Und dann tauchen hier vielleicht auch mehr, da gibt es das Mondberg-Biom und das Wasser-Biom und dieses Biom. Und da tauchen je nachdem verschiedene Pokémon auf. Und wenn einfach nichts ist, dann muss ja Niantic trotzdem irgendwas liefern. Und dann kann da alles Mögliche auftauchen, was es eben so gibt. Und wie gesagt, natürlich auch mal ein Raupi und ein Hornliu und ein Knuffenser und Pokémon, die man jetzt nicht so als wertvoll erachten würde. Aber auf jeden Fall andere Pokémon, als wenn ich jetzt bei mir zu Hause in einer Stadt den Rauch zünden würde. Und darum geht es eben. Also nicht enttäuscht sein, wenn man da mit einem Rauch nicht Relaxo, Lapras, Cognodon, Schilterus 17 Mal, 5 Dratini, 20 Lavita anlockt. Natürlich, aber ich finde, es ist wirklich so wie ein Überraschungsei. Jede Minute, also nicht jede ganz jede Minute, sondern alle 2 Minuten ploppt so ein Ding auf, wenn man rumläuft. Was ist es diesmal? Und gehen wir mal davon aus, ich meine, das wäre so Wunschvorstellung. Sagen wir wirklich, man kann es mit dem Bonus aus dem Event schaffen, dass man lockerflockig, ohne da wie ein Verrückter rumzulaufen und so, dass man 30 Pokémon, nein Quatsch, dann 60 Pokémon in der gesamten Stunde bekommen kann, mit einem Rauch. Das wäre ja ein Traum, oder? Also für Dorfspieler, die normalerweise eher nichts in der Nähe haben, da sucht man sich so eine Stelle, läuft ein bisschen rum, zieht sich Wanderschuhe an, Laufschuhe, nimmt ein Fahrrad, Roller, was auch immer. Und dann farmt man eine Stunde 60 Pokémon, wo eigentlich gar keine wären. Viel effizienter als ein Lockmodul. Aus einem Lockmodul kommen 10 Pokémon raus. Okay, der Rauch geht nur für mich selber. Lockmodul würde für alle Leute gehen, die dort in der Nähe sind. Aber genau, deshalb finde ich es aktuell so unfassbar schade, wirklich, dass so wenig Rauch in den Boxen ist. Und ich habe mir, weil eben jetzt so wenige von diesen besonderen, von den nicht besonderen, wie sagt man, von den Verbrauchs-Items, weil da so wenige in den Boxen sind, ich meine Sternenstücke, ich meine Glückseier, Rauch, es sind immer viele Brutmaschinen und Raidpässe momentan drin. Und da habe ich mir auf meine Video-Ideenliste aufgeschrieben, alte Boxen mal ansehen und vergleichen in dem Video. Doch dann kam mein eigener Pokéstop, war dieses Video dazwischen und nun ging wirklich so ein Vergleich ein bisschen viral, sage ich mal, und jeder schreibt darüber. Eine alte Hyperbox von damals, das war vergangenen Sommer, 2018, genau, Juni 2018 war das. Eine Hyperbox und da waren auch, wie in der aktuellen Hyperbox, folgende Dinge drin. Raidpässe, Brutmaschinen, Rauch und Sternenstücke. Nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass man 12 Rauch hatte, anstelle von 4, dass man 18 Sternenstücke hatte, anstelle von 4, und es waren 2 Raidpässe mehr drin. Kosten identisch. Also, dass es so ein krasser Unterschied war, daran konnte ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass wir schon weitaus bessere Boxen hatten. Boah, aber dass es damals so abging, das finde ich schon krass. Und wirklich, Rauch-Event, Rauch als Bonus. Warum gibt man da 4 Rauch in die Hyperbox? Das finde ich so unfassbar schade. Vielleicht so, wenn man bedenkt, okay, der Rauch hält jetzt doppelt so lange, also ist es fast so, als wäre 8-mal Rauch drin. Oder Rauch wäre ist dann nicht so gefragt in dem Sinne, weil man die ansonsten nicht wegbekommt. Da hat man Sternenstücke schon verbraucht, die Raidpässe schon verbraucht, aber Rauch hat man dann zu viel, wenn davon zu viel drin ist. Keine Ahnung, aber ich würde mir echt mehr Rauch wünschen. Gut, wieder zurück zum Rauch. Also man hat schon gesehen, da kommen definitiv ein paar Pokémon, die man vielleicht ansonsten nicht im Rauch erwarten würde. Noch immer, auch 2019. Jetzt ist die Frage, wo findet man so eine Stelle? Ich habe meine Stelle gefunden, ich kenne noch ein paar andere, wo ich weiß, da funktioniert. Und da kann ich natürlich immer hingehen. Doch wie findet man sowas? Wanderwege, Feldwege, wo keine Pokéstops in der Nähe sind, wo einfach keine Zivilisation ist sozusagen. Da muss man jedoch auch bedenken, Internet. Internet sollte vorhanden sein, ist es aber oft an solchen Stellen nicht. Also es ist schwierig, sowas zu finden. In der Stadt kann man das sowieso komplett vergessen, da gibt es sowas eigentlich nicht. Selbst wenn irgendwo in einem Bezirk weniger Pokéstops sind, so eine Stelle findet man nicht. Da ist bestimmt alles als Biom oder irgendwas eingetragen von Niantics Seite. Aber wer zum Beispiel auch an einem See ist oder Meer vielleicht sogar, wenn man Internet hat,
Und mit einem Tretboot vielleicht oder langsamen Motorboot. Nicht zu schnell, nicht so eine fette Fähre, das ist viel zu schnell. Aber auf hoher See habe ich auch schon mal ausprobiert. Da gab es Pikachu, da gab es Dratini und all solche Geschichten. Da kann man es auch machen, weil irgendwo in einem Gewässer gibt es natürlich keinen Pokestop. Ja, und ansonsten würde ich mal sagen, soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.